Der neue Philly Shave 980 für eine noch gründlichere Rasur mit dem Zweiklingensystem. Erstens anheben, zweitens tiefer abschneiden. Der Philly Shave 980. Digitale Energiekontrolle und als Weltneuheit die von Anfang an kontinuierliche Restminutenanzeige. Philly Shave, die meistverkaufte Rasierermarke Europas. Und dann muss ich dir noch was sagen. Ja? Es ist aus zwischen uns. Aus und vorbei. Und das sagst du mir so einfach am Telefon? Es ist vorbei, ja. Silvia. Silvia, bist du noch dran? Ich schlage vor, du behältst den Wagen. Du hängst doch so an ihm. Absolut unabhängig. Mit dem C-Netz der Telekom. Das ist nett von dir, Schatz. Er verführt mit Stärke, Zärtlichkeit und Charakter. Mit Charme, Esprit und Temperament. Und Sie? Voulez-vous? Voulez-vous? Quant trop avec moi? 2 Stunden vor der Modenschau. Meine ganze Kameraausrüstung, alles weg auf dem falschen Flieger. Also ich in den nächsten Fotoladen, um mir dort eine neue Kameraausrüstung auszuleihen. Der Typ, der guckte mich an, zog meine American Express Karte raus. Ja, und dann lächelte er und sagte, pas de problème, madame. Und weißt du was, ich hab die Titelstory. Nicht schlecht, ja? Back to Blues. Richtig gute Musik. Back to Blues 2, das Doppelalbum von Eurostar. Disco Night Fever, die stärksten Disco-Fetzer im Original. Jetzt kommen die ganz großen Abräumer der Disco-Szene. Disco Night Fever, seit dieser Zeit haben die Nächte 24 Stunden. Disco Night Fever von Eurostar. Die besten Freunde kommen oft, ganz überraschend und verhofft. Was nun, was jetzt, was gibt es da? Ein Küsschen? Das Küsschen? Kommt immer an. Küsschen? Ferrero-Küsschen. Ja, so ein Küsschen ist beliebt, weil's Freude zeigt und Freude gibt. Gut, wenn du hast, was jeder liebt. Tja. Tja. Gut, wenn's Ferrero-Küsschen gibt, Ferrero-Küsschen. Tja, guten Freunden gibt man ein Küsschen. Oder auch 2 oder 3. Es gibt Fernseher, die haben ein gutes Bild. Es gibt Fernseher, die haben einen guten Ton. Und es gibt die Fernseher der Prismline von Panasonic. Das Geheimnis von Twin Peaks. Heute um 21.10 Uhr bei RTL Plus. From Hollywood! Tummerplatz, der Megastar. Showbusiness Metropole der Welt. Spielwiese der Reschen mit Schonen. Hier ist der RTL Plus Hollywood Reporter!
Willkommen in Hollywood, wo sich die Stars von morgen alles Mögliche einfallen lassen, um entdeckt zu werden. Sie kommen zum Beispiel in den Hollywood Dog Park, Los Angeles einzigem öffentlichen Gelände, wo man Hunde nicht an der Leine führen muss. Es kommen viele große Tiere aus dem Showbusiness hierher, um ihre kleinen Tiere auszuführen. Und so sieht man hier Autoren, die ihre Manuskripte verteilen, Regisseure, die sich mit Produzenten unterhalten und Schauspieler, die entdeckt werden möchten. Wenn Sie also auch ein Star in Hollywood werden möchten, kommen Sie in den Hollywood Dog Park. Vergessen Sie aber nicht, Ihren Hund mitzubringen oder Ihren Elefanten. Genau das tat die Schauspielerin Tippi Hurden, Mutter von Melanie Griffith. Sie brachte ihren Elefanten in den Park. Allerdings nicht, um entdeckt zu werden, denn zu dieser Zeit war sie durch den Alfred Hitchcock-Film Marnie bereits ein Star. Der Elefant war nur einer von vielen Tieren, die Tippi in ihrem privaten Zoo mit Namen Shambhala beherbergt. Insgesamt hat sie zwei Elefanten, einen Jaguar, eine komplette Löwenfamilie und einen Tiger. Shambhala liegt außerhalb von Los Angeles in einer Gegend, wo auch die RTL-Plus-Serie Daktari gedreht wurde. Einige von Tippis Löwen sind Nachfahren der Tiere der Serie. Tippi, Connie Francis und Tierschützer Jim Fowler planen eine Safari durch Kenia, um sich für den Schutz der Elefanten einzusetzen, die dort immer noch von Wilderern wegen ihrer Stoßzähne gejagt werden. Jim Fowler hat seine eigene Fernsehserie mit dem Titel Wild Kingdom, in der er schon mit allen möglichen Tieren gerungen hat. Einmal, so erinnert sich Jim, wollte ihn eine 6 Meter lange Anaconda-Schlange verspeisen. Sie hatte bereits seinen gesamten Arm verschluckt, bevor Hilfe kam. Na, guten Appetit. Dabei hätte die Schlange es so einfach haben können. Sie hätte sich nur in das Apollo-Café von New York schlängeln müssen. Das Apollo-Café ist Handlungsort von Michelle Pfeiffers und Al Pacinos neuem Film mit dem Titel Frankie und Johnny. Die beiden spielen zwei Leute, die Liebe in der Großstadt suchen und schließlich finden. Michelle war unter den Stars, die zur Hollywood-Premiere von Frankie und Johnny erschienen. Andere Kollegen waren Rob Lowe, Molly Ringwald und Kate Nelligan, die eine Nebenrolle spielt. Gary Marshall führte Regie, fast schon eine Garantie für den Erfolg des Filmes. Denn Garys letzter Film war kein geringerer als Pretty Woman. Frankie und Johnny, so erklärte Gary, ist halb Komödie, halb Drama, genau nach seinem Geschmack. Einer der Gründe, warum es so schwer ist, den oder die Richtige in New York zu finden, die Leute sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt und rennen ständig zum Psychiater. Und genau darum geht es in Billy Crystals neuer Fernsehserie. Die Serie ist eine Komödie und heißt Sessions. Sie wurde von Billy produziert. Er selbst bleibt also ausnahmsweise mal hinter den Kulissen. Es geht um einen Mann, gespielt von Elliot Gould, der seinem Psychiater seine dunkelsten Ängste gesteht. Bei der Hollywood-Premiere erzählte uns Billy, dass er die Serie seit 12 Jahren geplant hat. It's a very bold, adventuresome story about a man's life. Es war nicht einfach, eine Einladung zu Liz Taylors Hochzeit zu bekommen. Als wir dann ankamen, war es anders. Die Hochzeit, zu der wir eingeladen waren, war nicht die echte. Und Liz und Larry wurden von Doppelgängern gespielt. Da niemand zur echten Hochzeit zugelassen war, hatte sich Hollywoods Doppelgängerkönig Ron Smith diese Ersatzhochzeit einfallen lassen. Und so waren dann auch die anderen Gäste nur vom Feinsten. Charles Bronson, Marlon Brando und Alan Alda sahen wieder gut aus. Marilyn Monroe war aufregend. Madonna und Cher sahen sich heute allerdings nicht sehr ähnlich. Dafür sah Barbara Bush besser aus denn je. Und Ehemann Präsident George Bush schloss für heute ausnahmsweise Frieden mit Saddam Hussein. Michael Jackson war der Brautführer und dann gaben sich die beiden das Ja-Wort. Wer weiß, möglicherweise hält diese Ehe länger als die des echten Brautpaares. Paul McCartney, Ruth McCartney. Es ist nichts Neues, dass die beiden miteinander verwandt sind. Was aber neu ist, Ruth hat eine Platte gemacht. Hi, welcome to Hollywood, where everyone can be an overnight success. I've been waiting all my life to sing this song on the satellite. I've been waiting for a yes, for overnight success. I've been working oh so hard to get to be a megastar. 10 years on, I'm more or less an overnight success. Oh yeah. Aye, 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 aye. 9 o'clock in the morning, my contract's done and we celebrate. Now reality is dawning. Life can be so great. Das ist das Leben.